Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hallo. Und das ist ein Gefährt, was uns die Sabrina mitgebracht hat. Danke, jawohl. Sabrina. Deine Kollegin aus der Logistik, jawohl, hat diesen Jagdpanzer E100 für uns aufgebaut. Aus der World of Tanks Edition. Und wie bereits bei unserem Kobi-Video in den Kommentaren geschrieben wurde, das weiß ich jetzt, dieser E100, der existierte eigentlich nur als Chassis. Der wurde nie gebaut für die Wehrmacht. So weit kam es in der Entwicklung nicht mehr. Aber in World of Tanks kann man diesen E100 als Jagdpanzer fahren. Das, was man hier sieht, ist also quasi kein Modell, wie es durch Europa oder so gefahren ist, sondern das Modell fährt so nur in diesem Computerspiel World of Tanks, wo jeder in einem Panzer sitzt und man aufeinander schießt in zwei Teams. Also ich fasse nochmal zusammen, das gab es nie in der Realität. Das gab es so in der Realität nie, genau. Okay. Auch diese riesige Maus, die ist ja nie irgendwohin gefahren. Die war nur in Entwicklung und es gab da ein, zwei Prototypen. Da haben sich die Amerikaner, glaube ich, einen mitgenommen. Die riesige Maus hier hinter dir, die riesige Maus, die hier hinter mir steht, genau. Der sieht auch ziemlich riesig aus. Und der kann einiges. Aber gucken wir mal kurz. Was kann er denn? Wissen wir noch gar nicht, oder? Zeig mir ganz kurz die Bauanleitung. Typisch für Kobi, nur der aktuelle Bauschritt ist farblich korrekt dargestellt. Die anderen Bauschritte sind ausgegraut. Ja. Ich wollte jetzt mal mit verschiedenen Farben zeigen, aber das Modell ist natürlich grau und schwarz. Da gibt es nicht so viele verschiedene Dinge zu sehen. Ja, da ist ein schöner Hammer, genau. Braun. Ja, ist auch kein Magenta oder Lime oder so innen drin, der ist halt einfach grau und schwarz. Auf der Rückseite der Anleitung ist ein kleiner Bonuscode, den halten wir jetzt mal nicht so in die Kamera, denn der ist halt der Mehrwert quasi einer World of Tanks Edition für das Spiel World of Tanks. Wenn man möchte, kann man, und das Spiel spielt, kann man diesen Bonuscode einlösen für 3 Tage Premium Account, Large Repair Kit und Chocolate. Schokolade. In World of Tanks gibt es Schokolade. Sollte ich vielleicht auch spielen. Schokolade jetzt ist lecker. Konnte ich nichts mit anfangen, aber jetzt hört sich das Ganze doch an. Ich könnte es gebrauchen. Ja, genau. Es gibt einen Stickerbogen, den Sabrina nicht aufgebracht hat. Den sieht man am besten mal hier hinten drauf. Da sind so diverse Namen drauf, die man dem Panzer geben kann. Junger Hänsel, alter Fritz, Siegfried, Berlin steht da auch. Sind die Namen jetzt einfach aus den Fingern gesaugt oder haben die wirklich die Dinge so genannt? Es kann schon sein, dass Panzerbesatzungen ihren Panzern irgendwie einen Namen gegeben haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da das hier so prominent dabei ist und auch bei der Maus aus der World of Tanks Edition war, ich vermute mal, dass man in-game sich aus irgendwelchen Lootboxen oder für In-Game-Geld oder wie auch immer solche Namen erwerben kann und seine Panzer damit verzieren kann, damit sie noch ein bisschen individueller aussehen. Das kann sein, aber kommen wir zum Modell selbst. Also für mich, wie gesagt, ihr wisst das ja, ich habe null Plan, ich habe keine Ahnung und das ist auch nicht mein Genre. Aber das sieht windschnittig aus, das Ding. Ne? Und fährt auch gut. Fährt gut, genau. Also das ist der Sportwagen, oder? Soll ein Jagdpanzer sein. Also ich glaube, ein Panzer, der Jagd auf andere Panzer macht mit einem großkalibrigen Hauptgeschütz. Also muss ein Jagdpanzer sowieso ein Sportwagen sein. Der muss schnell sein. Ja? Sind wir uns doch einig. Wir haben hier so eine Kiste dabei. Die finde ich ganz nett mit so einer glatten Oberseite, da ist noch ein Schraubenschlüssel drin. Dann haben wir hier eine Axt und einen Hammer. Vor allem so einen richtig schönen, hier so einen Zimmermannshammer. Ne? Cool. Die Werkzeuge, die sehen cool aus. Ja. Ja, auch hier so Dual Mold quasi. Oder ist das ineinander gesteckt? Oh, das sind tatsächlich zwei Teile. Guck dir das mal an. Ha! Kobi überrascht immer wieder mit neuen Teilen. Es gibt tatsächlich bei Kobi einen Hammerkopf. Und ein Figürchen mit Fernglas. Jawohl. Das Fernglas kenne ich so auch noch nicht. Ist auch ein Kobi-Teil. Schön in weiß, ne? Gekleidet heute. Sonntagsausgang, oder was? Ja. Ja, ich glaube, in so einem Panzer wird man dann doch eher schnell rustig. Also die Klappe kann man auch zumachen. Die Klappe kann man zumachen, wenn man das will. Klappe zu. Wir haben hier einen Motorraum, den ich mal zeigen möchte. Ui, da schwenkt jetzt das Geschütz drüber. Einen schönen Motorraum. Ne?
Naja. Ja. Naja. Es ist halt ein Motorblock drin, ne? Es ist ein Motorblock drin mit einem Spezialteil. Auch ein Spezialteil, ja. Wir haben hier vorne noch zwei Klappen. Wir haben hinten eine große Klappe. Bei der es auch wieder so diese coole Kobi-Spezialteile gibt. Ich muss die einfach mal raus. Mach doch mal ab, dann kann ich auch mal reingucken. Genau. Und leer. Leer. Und das hier finde ich halt beispielsweise cool. Ne? Ist so eine, ja, die, ja. So eine spezielle flache Plate mit Noppen nach auf in einer Richtung, mit der man halt das hier, ohne es noch viel dicker zu machen, also ohne es um eine ganze Plate zu dicker zu machen, aneinander befestigen und stabilisieren kann. Ein paar Prints haben wir hier drauf. Ja. Nicht viel, aber so ein bisschen. Das, was man jetzt sieht, ist also alles gedruckt. Genau. Wir haben keine Aufkleber aufgebracht. Also Sabrina hat keine Aufkleber aufgeklebt. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das hier? Das sieht cool aus. Auch ein cooles Teil, ja. Gucken wir mal, ob du es ab? Abkriegst. Das geht bestimmt ab. Ich frage es nur, ob wir es jetzt abkriegen. Vielleicht mit dem Zimmermannshammer. Hm? Wir kriegen es nicht ab. Wir kriegen aber es nicht ab, wir zeigen es euch. Ja. Die sehen auch schick aus. Das scheint ein Teil zu sein, jeweils, ne? Ja. Ein Teil. So eine Runde. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch weiter nach unten geht, weshalb wir es nicht abkriegen. Aber weißt du, wer das weiß? Die Anleitung weiß alles. Die Anleitung. Wobei, wir können doch eigentlich auch kaputt machen. Das ist doch, da hat die Sabrina doch gebaut, oder? Okay, das sind wohl flache Teile. Hier sieht man sie. Sieht man sie, da unten sieht man sie. Mhm. Ja. Schick. Könnte noch Gullideckel sein. Ne? Ja. Hier vorne, das hier zu klappen ist, ist natürlich einfach... Guck mal hier. Ja, das sind noch Panzerketten, noch Ersatzpanzerketten. Das hatten wir ja bei Panzern häufiger, dass sie noch so ein paar Ersatzkettenglieder so außen dran befestigt haben, falls mal irgendwie was reißt, dass sie da ein Ersatzteil... Ersatzreifen. Klingt das jetzt blöd, dass ich das nicht wusste? Ich wusste nicht, keine Ahnung. Also ich habe jetzt gedacht, was ist das? Wirklich? Ja, das... das klingt peinlich. Das ist so peinlich. Aber ja, ach Gott, ich... Ich dachte, das sind Fenster, die nicht aufgehen. Mein Vater war bei der Reservistenkameradschaft. Ich bin dann auch mal als Kind mit in irgendeiner Kaserne gewesen, die als Kameradschaft besichtigt haben. Und da habe ich dann auch mal einen Panzer gesehen. Ich glaube, wie ich es schon mal erzählt habe, ich habe mir nur die Gulaschkanonen bedient. Ja, ja, das sieht schnittig aus, hat coole Bautechniken, wie jetzt hier vorne diese Schräge nach unten. Ne? Und hier die schrägen Wände, das haben sie schön gemacht. Das läuft auch wie eine Eins. Finde ich toll, dass es so gut läuft. Eine Eins. Also das ist jetzt halt auch... Ich sag mal, gut bespielbar. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich hier schon für Runden gedreht habe mit dem Ding. Ob man jetzt mit einem Panzer spielt oder ob man sich als Ausstellungsstück hinstellt oder so, das ist jedem selbst überlassen. Aber es ist ein ziemlich großes und mit den schrägen Kanten und so gut gebautes Modell. Und man kann ihn nennen, wie man möchte. Ja, man kann ihn benennen. Man kann ihn... Berlin, Junge Hänsel, Ragnarök, Jäger, Ferdinand, Alter Fritz, Siegfried, Berserker oder Herkules. Wie viele Teile haben wir ja eigentlich? Fifi wäre mal irgendwie ein bisschen ironisch. Die Teile, wir haben 950 Teile und wir haben die Setnummer 3036, eine Minifigur enthalten, Preis von knapp 50 Euro. Abmessungen stolze 39 cm lang, 16 cm breit und 14 cm hoch. Mhm. Ich würde sagen, von der Komplexität guter Durchschnitt, oder? Ja, das was Sabrina gesagt hat. Schon so ein bisschen schräg und Snot und so. Aber keine große Herausforderung. Eben. Nein. Und auch in Kobi-typischer Manier alles sehr stabil gebaut. So stabil, dass man gerade bei einigen Fliesen schon, bevor man sie draufsetzt, gucken sollte, sind die da richtig? Denn die Fliesen, sie haften sehr gut und sie haben auch häufig, wie man hier schön sieht, nicht diese Kanten, nicht dieses, sie haben Kante, dass man sie leicht wieder abbekommt. Genau. Die kleinen Einser haben das schon, die größeren Fliesen dann nicht mehr. Das sieht besser aus oder haben wir hinten so eine Kante? Nee, ne? Das Ganze hier hinten, das ist alles, wie der Marco immer so schön sagt, Snot-Bauweise. Ja, toll, ne? Hast du gesehen? Hinten, guck mal. Hier. Ja, die ganzen seitlichen Bereiche. Ich gehe mal davon aus, du baust das und dann setzt du diese Dinge, baust du alleine und dann kommt es komplett dran, ne? Und ein Profi-Tipp für Leute, die wie ich Gussgrate jeder Art möglichst vermeiden. Kobi hat nur winzige Gussgrate.
Und du hast winzige, wie man sie halt, ja, beispielsweise hier oben bei dieser einen Plate sieht man hier an der Seite diesen winzigen Gusspunkt. Ja, ja. Und wenn ich diese Gusspunkte absolut vermeiden möchte, dann schaue ich mir jedes Teil, das ich setze, das irgendwie nach außen ragt, an und drehe das so, dass der Gusspunkt eben verdeckt ist, dass der ins Modell reinschauen würde. Das ist gut. Ich, alter Stümpe, habe noch nicht einmal auf die Gusspunkte geachtet, ob ich sie so rum oder so rum klebe. Das macht auch nichts. Nee, ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht darauf geachtet. Man kann das ja auch übertreiben. Also ja, nein, ich finde das gut, weil am Ende soll das Modell auch 1A da stehen. Ja. Und dann kann man, wenn man es vermeiden kann, richtig, dann sollte man es vermeiden. Und solche winzigen 1x1-Fliesen beispielsweise, die haben auf irgendeiner Seite einen Gusspunkt. Und bei der Fliese schaut er jetzt ausgerechnet nach vorne, die würde ich dann umdrehen, dann sieht man ihn nicht. Also, krass, das ist cool. Nein, ich finde es cool, okay. Das sind meine persönlichen Ticks, was das angeht. Aber wie soll ich denn dann so viel bauen, wenn ich das mache? Das ist das Problem, ja. Gut. Also ist ein schönes, ein verdammt großes Set mit knapp 1000 Teilen aus der, wie gesagt, World of Tanks Edition. Das ist ein Fantasiepanzer, den gab es so in Realität nicht. Es gab nur ein nicht fertiggestelltes Chassis, dieses E-100. Aber in World of Tanks kann man den so fahren und hier hat man dann auch das Modell dazu. So, Kapitän. Genau, setzen wir ihn mal wieder rein. Gut. Prima. Okay. Ja, für heute war es das dann schon aus dem Noppenstein-Studio. Hinterlasst einen Like, falls euch das Video gefällt. Oder das Modell oder beides. Ja. Und Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Tschüss.